Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu unserem Gwint Guide. Gwint ist der neue heiße Zeitvertreib in der Welt von Witcher 3. Mein Gott. Ich würde sagen, Gwint, entweder man spielt es halt so richtig und kniet sich rein, oder man spielt es gar nicht. Bei mir sitzt, wie ihr gerade schon gehört habt, die liebe Nasty. Ich meine, bevor man anfängt mit Gwint, sollte man sich vielleicht die Frage stellen, warum sollte ich den Scheiß überhaupt machen? Ne? Man kann doch hoffentlich ordentlich Geld machen. Also, man kann auf jeden Fall Geld machen. Ordentlich geht, sagen wir mal, später los. Am Anfang sind es mehr so 10 Kronen pro Match, was jetzt nicht gerade die Welt ist. Ja. Aber ja, es wird im Laufe der Zeit besser. Zweitens, man kann durch Gwint Handwerksmaterialien gewinnen. Ihr seht immer hier die Dialogoption mit dem Kartensymbol. Dazu, wie man sein Deck baut und so weiter, kommen wir erst später. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, ihr habt ein Anfängerdeck und so weiter und so fort. Wenn ihr die Gwint-Option gewählt habt, könnt ihr den Wetteinsatz festlegen. Sofern ihr optimistisch seid, dass ihr ihn schlagen könnt, nehmt ihr einfach das Maximum, damit ihr möglichst viel Schotter gewinnt. Und dann passiert das Folgende, nämlich dass ihr euer Deck auswählt und so weiter. Wie gesagt, ich gehe einfach mal davon aus, ihr habt noch das Anfängerdeck und wählt es aus. Wir springen erstmal ins Spiel. Um das andere kümmern wir uns später. So, also, worum geht's in Gwint? Gwint ist ein Kartenspiel, in dem zwei Leute gegeneinander antreten mit Kartendecks, die sozusagen ihre Armeen repräsentieren. Wir haben Soldaten, wir haben Bogenschützen, wir haben Katapulte und so weiter. Und unser Ziel ist es, den Gegner mit unserer Armee zu überwältigen. Was bedeutet das spielmechanisch? Ich starte einfach mal die Runde, dann können wir uns später noch angucken. Was bedeutet das konkret? Konkret bedeutet es, jeder Spieler hat 2 Lebenspunkte. Das sind die roten Edelsteine da links. Und unser Ziel ist es, das Spiel ist in Runden aufgeteilt und jedes Mal, wenn man eine Runde verliert, verliert man auch einen von diesen Edelsteinen. Wer zuerst beide Edelsteine verloren hat, verliert das Spiel. Unser Ziel ist also, Runden zu gewinnen. Wie gewinnen wir Runden? Wir gewinnen Runden, indem wir eine Gesamtstärke haben am Ende der Runde, die höher ist als die des Gegners. Okay. Gesamtstärke ist das, was im Kreis neben Geralt und neben dem Gegner, in dem Fall dem namenlosen Rüstungsschmied, steht. In dem Fall, ich habe eine Gesamtstärke von 0, er hat eine Gesamtstärke von 2. Und er hat diesen Ehrenkranz darum, oder den Lorbeerkranz, um zu zeigen, dass er momentan die Runde gewinnen würde, weil er stärker ist als ich. Und wie sammelt man Stärke? Man sammelt Stärke, indem man Einheiten platziert. Es ist eigentlich recht einfach. Die Summe der Gesamtstärke all unserer Einheiten ist unsere eigene Gesamtstärke. Mit anderen Worten, wenn ich Einheiten auf dem Schlachtfeld platziere, dann werde ich stärker. Zu Einheiten und solchen Sachen kommen wir gleich noch. Gucken wir uns erstmal kurz das Spielfeld an, weil ja, das ist doch recht wichtig für die Struktur von Gwint. Das Spielfeld ist komplett symmetrisch, einmal in der Mitte geteilt, also hier ist die Grenze zwischen den beiden. Und es gibt 3 Schlachtreihen. Es gibt die Nahkampfreihe, hier, ne? Die Fernkampfreihe, diese. Und das ist die Belagerungsreihe. Der Gegner hat genau dieselben, bloß dass sie bei ihm genau umgekehrt sind. Hier ist die Nahkampf, hier ist die Fernkampf und dort ist die Belagerungsreihe. So. Links der Reihen haben wir, ich habe gerade schon gesagt, die Lebensedelsteine, die roten. Ich nenne die ab jetzt Lebenspunkte, weil, fuck it. Rechts neben den Lebensedelsteinen haben wir unsere Gesamtstärke. Und links neben den Edelsteinen haben wir unsere, wie viele Karten wir auf der Hand haben, einfach nur als Übersicht. Und dann haben wir noch unsere Anführer. Zur Anführung kommen wir später. Ist jetzt nicht ganz so wichtig. Ach übrigens, da können wir auch sehen, was für Fraktionen wir spielen. Aber das ist jetzt alles nicht so wichtig. Wir beschäftigen uns erstmal mit dem grundlegenden Zeug. Ja. Das war es eigentlich schon mit dem Spielfeld. Achso, links neben den Reihen sehen wir einfach die Summe der Stärke dieser Reihe. Da, wo jetzt bei mir überall 0 steht und bei ihm steht in einer Reihe 2. Weil diese Reihe insgesamt 2 Punkte wert ist. Und falls du dich fragst, was das hier mit den Trompeten ist, das hat mit einer ganz bestimmten Art von Karte zu tun. Ist jetzt momentan nicht so wichtig. So. Und, ja. Ist es denn wichtig, welche Karte man zuerst legt? Also entscheidet das schon viel? Unter Umständen, ja. Wir gucken uns das mal an. Wie läuft Gwint ab? Das Spiel beginnt, indem ein Münzwurf entscheidet, wer von beiden beginnt. Es sei denn, es gibt, wie ich gerade schon angedeutet habe, es gibt so Fraktionen und da gibt es eine Sonderregel, aber normalerweise entscheidet ein Münzwurf, sagen wir so. Jeder Spieler zieht 10 Karten aus seinem Kartensatz, den er sich vorher zusammengelegt hat, seinem Kartendeck. Mhm. Und es gibt eine Sache, die unheimlich wichtig ist und die viele Gwint-Spieler nicht gut verstehen oder am Anfang gar nicht verstehen und die das Spiel auch nicht besonders gut erklärt.
normalerweise, ohne dass irgendeine Zusatzregel eintritt oder irgendwas Besonderes passiert oder sowas, ziehst du für den Rest des gesamten Spiels keine Karten mehr. Mit anderen Worten, du musst mit diesen Karten für den Rest des Spiels auskommen. Und das Einteilen und Haushalten mit Karten, aus deinen Karten das Optimum rausholen und die nicht zu verschwenden, weil du sie für spätere Runden brauchst, ist ein ganz wesentlicher Teil von Gwind. Okay. Das ist, es ist sehr verwirrend, wenn man schon mal andere Kartenspiele gespielt hat, weil man ist es so gewohnt, die Runde ist endlich, zieh neue Karten oder so. Unter normalen Umständen, es gibt wie gesagt Ausnahmen, aber unter normalen Umständen passiert das bei Gwind nicht. Und deswegen ist es eine super schlechte Idee zu sagen, oh, ich muss den besiegen, also lege ich jetzt all meine starken Karten und dann hat man keine mehr. Das ist eine dumme Idee. Das ist, ja, wie gesagt, man zieht die, ich habe den Schritt jetzt gerade übersprungen, aber man hat am Anfang die Möglichkeit, zwei Karten auch wieder abzuwerfen und nochmal eine neue zu ziehen, falls man so richtige Gurken kann. Der Stapel rechts sind quasi die Karten, die man hat. Richtig, nur, wie gesagt, unter normalen Umständen werden die einfach nicht mehr angerührt, weil, genau. Und, ja, und dann geht's los. Er hat in dem Fall angefangen, er hat eine Einheit gespielt. Es ist ein Nausicaa-Kavallerie. Ich glaube, Brr steht in dem Fall für Brecher. Meinst du? Ich glaube. Okay. Und ja, gucken wir uns mal so eine Einheitenkarte an. Wir legen, wie gesagt, Einheiten, um Stärke zu gewinnen. Links oben die große Zahl. Was könnte es wohl sein? Also links oben. Richtig, es ist 2, Nasti. Ja, es ist die Stärke der Einheit. Und wie gesagt, die Summe der Stärke aller Einheiten ist unsere Gesamtstärke. Der Kavalleriebrecher hat 2, das heißt, die ganze Reihe hat jetzt auch 2 und das heißt, unser Gegner hat eine Gesamtstärke von 2, weil er eine Karte gelegt hat. Genau. Das Schwert zeigt an, wo er platziert wird. Er ist ein Nahkämpfer. Hätte ich ihn gespielt, hätte ich ihn hier platziert. So hat er gegen ihn so platziert. Innerhalb der Reihe so links und rechts platzieren und sowas passiert eigentlich automatisch. Es gibt tatsächlich ein paar Karten, bei denen macht es einen gewissen Unterschied, wo sie platziert werden, aber das macht das Spiel automatisch nach meiner Erfahrung. Die Hände sind eine Spezialfähigkeit. Spezialfähigkeiten verleihen Einheiten besondere Effekte. Ja, sie, also wenn du zum Beispiel, ich habe auch Karten mit diesen Händen, wie zum Beispiel ihn hier. Mhm. Die Symbole stehen einfach für diese Spezialfähigkeiten und diese Spezialfähigkeiten sind taktisch sehr entscheidend und sehr schwierig. Momentan, wir gucken uns das gleich an. Es ist, ist momentan einfach noch ein bisschen zu weit. Wie gesagt, prinzipiell ist die Idee, dass wir Einheiten platzieren. Überhaupt, man hat in jeder Runde, also ich sage immer, nee, nicht Runde. Ich sag mal so, Gwind ist in mehr Runden aufgeteilt. Jede Runde endet damit, dass so ein Lebensedelstein weggeht. Ja. Und die Runden sind in Züge eingeteilt. Er ist am Zug, ich bin am Zug, dann ist er wieder am Zug und so weiter. In jedem Zug hat man im Grunde nur 2 Optionen. Es ist nicht so komplex. Du kannst so ziemlich genau 2 Sachen machen. Du kannst entweder eine Karte spielen oder du kannst passen. Mhm. Was wichtig ist, passen bedeutet nicht, dass du für den aktuellen Zug passt, sondern für die komplette Runde. Oh. Was du mit passen machst, ist sozusagen, du sagst, so wie das Schlachtfeld jetzt gerade ist, gefällt es mir. Ich will keine Aktion mehr machen. Ich bin mir sicher, dass ich gewinne oder, okay. Oder das geht auch, das ist später wichtig, du sagst, ich will diese Runde gar nicht gewinnen, sondern ich will, dass in der Runde mein Gegner spielt und sowas. Und dann spiele ich in der nächsten Runde wieder mit. Also es ist nicht für den aktuellen Zug, sondern es ist wirklich für die aktuelle Runde. Das heißt, du musst entweder siegessicher sein oder aus anderen Gründen nicht mehr agieren wollen. Und das sind die einzigen beiden Optionen, die du hast. Also mit anderen Worten, ich müsste jetzt wohl eine Karte spielen. Mhm. Und du hast gefragt, wie sieht's aus mit, wann spiele ich die erste Karte oder ist es entscheidend, welche erste Karte ich spiele? Ja, ist es schon. Ich spiele einfach mal eine. Sieh hier, 4 Stärke ist eine Fernkämpferin, Sabrina Glewisik, danke Witcher, hat absolut keine Spezialfähigkeiten, nichts Besonderes, ist einfach nur eine Einheit. Ich platziere sie mal hier. So, der Gegner ist wieder am Zug. Ah, der Gegner hat eine Sonderkarte gespielt. Sonderkarten sind, es sind keine Einheiten. Sie können Teil deines Decks sein, aber es sind keine Einheiten. Sie werden nicht in dem Sinn platziert, sondern sie lösen einen Effekt aus. Das ist dieses Wetter beeinflussen. Aber er beeinflusst sich gleichzeitig mit. Richtig. Es gibt mehrere Arten von Sonderkarten, aber die Wetterkarten gehören dazu und sind ein ganz wichtiger Teil. Wetterkarten beeinflussen das Wetter auf dem ganzen Schlachtfeld. Zum Beispiel extrem dichter Nebel beeinflusst beide Fernkampfreihen und zaubert dort Nebel hin. Bedeutet letztendlich, alle Fernkämpfer, die hier platziert sind und hier platziert sind oder in Zukunft platziert werden auch, werden reduziert auf eine Stärke von 1. Ja. Und solche Karten gibt es dann auch nochmal für Nahkämpfer und Belagerungseinheiten. Bloß da ist es dann Eis. Und Regen oder
Und Regen, genau. Und dann gibt es auch eine Karte, die ist Sonnenschein. Und dann kannst du alle Wettereffekte wieder... das war kein schlechter Spielzug. Ich hatte, er hatte 2 Gesamtstärke, ich hatte 4. Er hat die Karte gespielt, jetzt habe ich noch 1 und er hat immer noch 2. Und ich bin wieder in Zugzwang. Weil ich muss ja jetzt irgendwas machen. Es wäre von mir jetzt, außerdem hat er mir sozusagen die Option genommen, dass ich gut Fernkämpfer platzieren kann. Ich kann natürlich Fernkämpfer platzieren, aber zum Beispiel meine Level 5 Schützin hier, Kaira Metz, wenn ich sie platzieren würde, würde ihre Stärke schlagartig auf 1 sinken. Ja. Dann hätte ich insgesamt 2 und hätte ganz viel Potenzial verschenkt und so. Deswegen mache ich was anderes. Siegfried. Ich platziere Siegfried. Siegfried ist ein Nahkämpfer und er ist relativ stark. So. Wie man sieht, meine Gesamtstärke ist wesentlich höher, also muss er jetzt irgendwie gleichziehen. Oh, er hat einen jungen Gesandten gelegt. Er hat mich wieder überholt. Ich kann jetzt weiterhin versuchen, ihn zu übertrumpfen. Eine Sache, die ganz wichtig ist an Gwent, ist, wie gesagt, diese Karten, diese Tatsache, dass du keine neuen Karten ziehst. Mhm. Also ich könnte versuchen, ihn zu schlagen. Ich könnte sagen hier, er hat ja nur einen Punkt mehr als ich. Ja. Ich habe Karten, mit denen ich ihn übertreffen könnte. Ich könnte dieses Katapult unten in meine Belagerungsreihe packen. Das hat 6 Punkte, das ist ziemlich stark. Mhm. Oder ich könnte Nahkämpfer platzieren, wie ihn hier. Oder so. Aber was ich auch machen kann ist, ich könnte sehen, ich habe noch 8 Karten, er hat nur noch 7. Mhm. Und er ist mir leicht überlegen. Was ich jetzt zum Beispiel machen könnte ist, ich könnte ihn dazu bringen, in diesem Zug einfach so viele Karten wie möglich zu verschwenden oder darauf aufzuwenden, mich zu besiegen. Ja. Und die Runde absichtlich verlieren. Weil er zieht ja keine neuen Karten und dann habe ich einen Vorteil für die nächsten Runden. Okay. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Für so eine Fälle gibt es dann, reden wir mal kurz über Spezialfähigkeiten, weil du gefragt hast. Wir hatten vorhin diese hier mit den Händen. Ne? Mhm. Das ist zum Beispiel eine Karte namens, eine Regel namens enge Bindung. Mhm. Wenn man 2 Karten, die enge Bindung haben und genau gleich sind oder gleich heißen, wie zum Beispiel sagen wir diese beiden Drachenjäger, nebeneinander legt, dann wird die Stärke von Heben von beiden verdoppelt. Ah. Mit anderen Worten, die werden beide nicht mehr 5 Punkte wert, sondern beide 10 Punkte wert. Sehr stark. Wie man sieht, die hier haben das zum Beispiel auch, aber sie sind nicht dieselbe Karte. Sie haben zwar beide dieselbe Regel, aber man müsste 2 Kavalleriebrecher oder 2 junge Gesandte nebeneinander legen, damit auch sie von diesem Bonus profitieren. So. Und ich sag mal so, ich finde, diese Runde läuft für mich ziemlich scheiße. Ich liege einen Punkt zurück und bla, und ich müsste jetzt Karten aufwenden oder so. Ich möchte in dieser Runde was anderes machen. Ich möchte in dieser Runde so viele Karten wie möglich von ihm verschwenden noch. Mhm. Und ihm dann einfach die Runde überlassen. Ich will, dass er sich verausgabt, sozusagen. Dafür gibt es unter anderem zum Beispiel Karten mit dieser Regel, Spionen. Mhm. Diese Karten werden nicht auf mein eigenes Schlachtfeld gepackt, sondern auf das des Gegners. Ah. Ich schenke ihm diese Karte und darf dafür aber selbst 2 Karten ziehen. Und das ist sehr mächtig. Ja. Mit anderen Worten, er kriegt jetzt von mir einen 5er Nahkämpfer, womit er mich noch mehr überholt als ohnehin schon. Aber ich will die Runde eh verlieren und ich kann jetzt 2 neue Karten ziehen. Einfach dafür, dass ich ihm eine Einheit geschenkt habe. Da haben wir zum Beispiel Soltan. Hallo Soltan. Und was habe ich noch gezogen? Noch ein Katapult. Also ein Tribok. Ja. So. Jetzt habe ich nicht gesehen, was er gemacht hat. Er hat ihn hier, fuck it. Er hat ihn hier gelegt. Die Imperabrikane. Hat auch enge Bindung, aber solange keine zweite legt, ist der Wüstes ohne Effekt. So. Und... ja, jetzt habe ich die Möglichkeit, ich könnte jetzt passen. Wie gesagt, ich will die Runde eh verlieren. Ich will, dass er sich noch verausgabt oder so. Aber wenn ich will, dass er sich verausgabt, könnte ich ihn auch dazu bringen, noch eine Runde zu spielen. Dafür gibt es auch Möglichkeiten. Ich könnte jetzt noch eine schwache Einheit spielen, wie sagen wir mal zum Beispiel ihn hier. Er tut mir nicht weh und ich würde den Gegner wieder in Zugzwang bringen. So, dass der Gegner noch eine Runde spielen muss und vielleicht eine seiner stärkeren Karten spielt. Oder ich benutze eine Sonderkarte, wie sagen wir Finte. Finte ist zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Karte. Ich habe ja hier meinen Level 5, also mein Siegfried mit Stärke 5 und ich habe sie hier mit Stärke 4 und so. Beide schöne Karten, die ich in dieser Runde jetzt quasi verschwendet habe. Ich wusste nicht, dass am Anfang, dass die Runde nicht gut für mich laufen wird oder so. Finte ist eine Karte, die kannst du austauschen gegen eine Karte, die bereits auf dem Feld liegt. Du legst die Finte hin und dafür nimmst du die Karte wieder zurück. Und da Siegfried 5 Punkte hat und sie da unten nur 4, hole ich mir Siegfried jetzt wieder zurück. Bla. Und da ich das in eine Karte gespielt habe, ist er wieder in Zugzwang. Er kann jetzt sagen, er passt. Er kann sagen, ja genau, er hat gepasst. Er sagt, ich habe 15 Punkte, ich gewinne garantiert gegen den. Und ich hätte jetzt die Möglichkeit, ich könnte ihn tatsächlich besiegen in der Runde. Ich müsste nur meine Katapulte und noch irgendwas legen und dann würde ich ihn besiegen. Aber
Aber das ist mir an der Stelle nicht wert. Wenn wir mal nach links gucken, ich habe noch 9 Karten, er hat nur noch 6. Damit habe ich eine sehr gute Grundlage, um ihn in den nächsten 2 Runden zu schlagen. Also drücke auch ich. Ich halte die Taste gedrückt, passe und überlasse ihm die Runde. Warum nicht? So. Ende der Runde. Jetzt fängt er mit 6 Karten an. Okay. Richtig, genau. Habe ich gerade nicht erklärt. Eine Runde endet, wenn beide Spieler gepasst haben. Okay. Wenn ein Spieler passt, hat der andere theoretisch die Möglichkeit, so viele Karten hintereinander zu spielen, wie er will. Das ist bloß nicht immer sinnvoll, weil er sich vielleicht verausgabt oder sowas. Mhm. Wenn beide Spieler sich einig sind, dass sie beide nicht mehr agieren wollen, wenn beide gepasst haben, endet die Runde. Die Gesamtstärke wird verglichen. Und wer mehr Punkte hat, hat gewonnen. Okay. So, jetzt hat er hat noch eine Karte gelegt. Ich habe 9 Karten, er hat 5. Mhm. Ich habe wesentlich mehr Einheiten auf der Hand und habe jetzt insgesamt, wortwörtlich, wesentlich bessere Karten. Das ist sehr super. Und wie man gesehen hat am Ende der Runde, also es werden alle Effekte entfernt, es werden alle Karten abgeräumt, die Gesamtstärke wird wieder auf Null gesetzt und wir beginnen die nächste Runde mit komplett frischem Ansatz, bloß eben, dass unsere Hand ja leerer oder voller ist, je nachdem wie viele Einheiten wir schon eingesetzt haben sozusagen. Jetzt sieht es bei mir schon wesentlich besser aus. Er hat einen 5er Katapult positioniert, ich lege einen 6er. So, da hast du meinen Tribok. Und an den Stellen geht es dann los mit so taktischer Finesse zum Beispiel. Ich hätte jetzt nicht das Tribok legen müssen. Ich hätte eine andere Einheit legen müssen. Aber ich habe über Folgendes nachgedacht. Er hatte das hier gelegt. Ja. Feuerskorpion, also wie auch immer. Jedenfalls eine Belagerungseinheit. Jetzt habe ich mir gedacht, wenn er jetzt zum Beispiel, wenn ich mir mein Katapult legen würde, mein Tribok, dann könnte er ja eine Regenkarte spielen, damit es Stärke verliert. Aber er würde sich selbst damit jetzt auch schaden, weil er in der Reihe auch schon was hat. Mit anderen Worten, ich habe sozusagen die Tatsache, dass er da auch eine Karte hat, habe ich so ein bisschen als Schutzschild vor mir hergeschoben und habe gedacht, wahrscheinlich wird das nicht machen. Und deswegen habe ich jetzt auch eine Karte in der Einheit. Was man auch machen kann, ist, man kann einfach das Spielchen spielen. Alles, was du kannst, kann ich schon viel besser. Mit anderen Worten, er spielt eine Stärke 4 Fernkämpferin, ich Stärke 5 Fernkämpferin, ihn einfach immer ein bisschen überrunden. Mhm. Geht auch. Was jetzt wichtig ist, ich habe eine Runde verloren, ich habe ihm eine Runde geschenkt. Ich darf jetzt keine Runde mehr verlieren. Wenn ich jetzt eine Runde verliere, verliere ich das ganze Spiel. Mit anderen Worten, ab jetzt kein Gepoker mehr, kein Bullshit, sondern ich muss, jetzt muss ich mich reinhalten. Sieht aber momentan noch ganz okay aus. Ich platziere mal mein zweites Tribok. Oh, er hat trotzdem. Ja, er hat es trotzdem gemacht. Das war auch eine gute Entscheidung, weil er hat mir wesentlich mehr dadurch geschadet als sich. Ja. Okay, die Sache ist, ich hab diese Karten schon gelegt. Ich kann sie mir auch nicht zurückholen. Ich habe keine Finte oder nichts. Mit anderen Worten, ja, das ist jetzt einfach eine Sache, mit der ich umgehen muss. Ich kann versuchen, noch so viel wie möglich rauszuholen trotzdem. Wir haben zum Beispiel diesen Gesellen. Eine Stärke, Belagerungstyp. Nicht besonders gut, aber er hat eine Spezialfähigkeit. Moralschub. Verstärkt alle Einheiten in der Reihe um +1, sich selbst ausgenommen. Und das funktioniert auch, wenn es regnet. Mit anderen Worten, wenn ich ihn jetzt platziere, dann werden meine beiden Katapulte immerhin wieder Stärke 2. Man kann ein bisschen mehr rausholen. So. Außerdem, ich habe jetzt eine schwache Einheit platziert. Der Gegner muss jetzt wieder irgendwas tun und darauf kann ich wiederum reagieren. Außerdem, wenn du mal nach links guckst, der Gegner hat nur noch eine Karte auf der. Und ich habe noch 5. Also, mit anderen Worten, es sieht sehr, sehr gut aus für mich. Man glaubt es vielleicht nicht, aber es sieht tatsächlich sehr gut für mich aus. Und ihr müsstet jetzt generell nochmal eine Runde spielen. Ja, also es sei denn, er gewinnt jetzt diese Runde. Aber ja. Genau. Es gibt ein paar Sachen, über die habe ich noch gar nicht gehört. Also wir hatten die Wetterkarten zum Beispiel und wir haben auch schon angefangen, über sowas wie enge Bindung zu reden oder beziehungsweise über Sonderregeln ganz allgemein. Es gibt ein paar Sachen, über die haben wir noch nicht geredet. Die sind aber nicht mehr so schlimm. Jedes Deck hat einen Anführer. Okay. Der Anführer, stell ihn dir einfach vor wie eine Sonderkarte, wie sowas wie eine Wetterkarte oder sowas, bloß dass du ihn halt garantiert immer hast. Du musst ihn nicht ziehen, du bist nicht auf Glück angewiesen oder sowas. Es ist einfach ein Zusatzeffekt, den du, anstatt eine Karte zu spielen, einmal aktivieren kannst pro Spiel. Was macht die dann? Nicht pro Runde oder pro Zug. Was sie macht, das kommt sehr darauf an, welchen Anführer du gewählt hast. Jede Fraktion hat eine bestimmte Anzahl von Anführern und je nach Anführer machen die unterschiedliche Sachen. Er zum Beispiel, er spielt das Kaiserreich Nilfgaard und sein Anführer hat die Fähigkeit, durchsuche den Nachziehstapel nach strömender Regen und spiele die Karte sofort aus. Mit anderen Worten, sowas wie diesen Regeneffekt, der meine Katapulte hier kaputt gemacht hat,
und seins auch so ein bisschen, den kann er bewusst einmal pro Spiel suchen. Er muss ihn nicht auf der Anfangshand gezogen haben oder sowas, sondern er kann ihn einfach... Meine ist so ziemlich das genaue Gegenteil und leider im Moment nicht besonders effektiv, weil ich habe Foltest, König Foltest, den Witcher 2 Spieler davon kennt, dass er am Anfang sehr früh das Zeitliche gesegnet hat im zweiten Teil. Foltest, der Belagerer, hat die Fähigkeit, verdoppelt die Stärke deiner Belagerungseinheiten. Also mit anderen Worten, die hier unten. Sofern kein Horn des Kommandanten. Die Horn des Kommandanten ist eine Sonderkarte. Ja. Gerade jetzt ist diese Fähigkeit ein bisschen suboptimal. Aber die Sache ist, ich habe sowieso keine Belagerungseinheiten mehr. Und ich versuche ja gerade aus der unteren Reihe trotzdem noch so das Optimum rauszuholen. Also spiele ich diese Fähigkeit einfach mal. Man sieht, man drückt jetzt Viereck, bla. Spiel die. Und anstatt, dass sie 1, 2 und 2 sind, sind sie jetzt 2, 4 und 4. Und die ganze Runde ist immerhin 10 Punkte wert. Jetzt passt er. Genau. Jetzt passt er, dass... ja. Übrigens, das hier ist das Horn des Kommandanten. Normalerweise ist das eine Sonderkarte, die man tatsächlich im Deck haben muss. Da muss man sie ziehen, da muss man sie spielen. Ich habe durch meine Spezialfähigkeit die jetzt gerade einfach so. Und die verstärkt dann automatisch die Truppen. Genau, alles was in der Reihe ist, okay, sozusagen. Wenn er die hier legen würde, dann wäre zum Beispiel, dann wäre er sie hier 8, er hier 6 und dann würden hier insgesamt 14 stehen. Ja. Okay. Sowas. Er hat jetzt gesehen, oh Mann, der hat aus seiner Belagerungsreihe echt viel rausgeholt, er hat jetzt 15. Und aus irgendeinem Grund will er die eine Karte, die er hat, jetzt nicht spielen, weil er, keine Ahnung, die Hoffnung hat, in der letzten Runde damit noch zu gewinnen. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, aber okay. Ich bin bei 15. Ich wäre schön doof, jetzt noch was zu spielen. Warum soll ich? Ich besiege ihn. Also passe auch ich. Die Runde ist vorbei. Ich gewinne die Runde. Es geht zur finalen Schlacht, wobei ich 5 Karten habe und er nur noch eine. So. Ich habe noch nicht über Fraktionen geredet, das kann ich ja vielleicht mal kurz machen. Neue Karte? Ja, deswegen rede ich gerade kurz über Fraktionen. Okay. Kartendecks sind in 4 Fraktionen aufgeteilt. Es gibt die nördlichen Königreiche, das spiele ich zurzeit. Es gibt das Kaiserreich Nilfgaard, das spielt mein Gegner gerade. Es gibt Monster und es gibt die Skoyatel, die Eichhörnchen, Elfen, Zwergen, andersartigen Brigade aus dem Wald. Worin unterscheiden sie sich? Jede Fraktion hat eigene Einheiten, die die anderen nicht haben. Wie zum Beispiel, sagen wir mal, die blauen Streifen. Man sieht, die haben links so ein blaues Banner. Und die kann nur ich spielen oder jemand, der nördliche Königreiche spielt. Jemand aus den anderen Fraktionen kann sich kein Deck mit denen bauen oder sowas. Und ganz davon abgesehen... Kann ich kurz was fragen? Ja. Man kann diese Fraktion quasi, kann man auch wechseln. Also man, oder hat man... Vor dem Match kannst du dich entscheiden. Okay, also du sammelst Karten von allen Fraktionen, von allen 4 Fraktionen durcheinander. Und du kannst dir für jede der Fraktionen ein eigenes Deck bauen. Okay. Und vor dem Match darfst du dich entscheiden, mit welcher der Fraktionen ziehe ich in den Krieg und so weiter. Und oftmals sind Fraktionen assoziiert mit bestimmten Mechaniken, die sie öfter haben als andere und so weiter. Also zum Beispiel enge Bindung findet man bei den nördlichen Königreichen, wie man sieht, sehr häufig. Die Drachenjäger haben enge Bindung. Selbst mein Katapult hat enge Bindung. Wie auch immer Katapulte enge Bindungen herstellen können. Jede Fraktion hat darüber hinaus eine Spezialfähigkeit. Einen passiven Bonus, der immer aktiv ist. Meiner, der von den nördlichen Königreichen ist, wenn du eine Runde gewinnst, darfst du eine Karte ziehen. Das passiert also maximal einmal pro Spiel. Ist aber dann natürlich sehr mächtig. Karten ziehen ist echt gut, weil ja, du darfst es sonst nicht. Ja. Und so habe ich jetzt nicht nur 5, sondern sogar 6 Karten, weil ich habe jetzt noch mein echt starkes Katapult gezogen mit 8 Stärke und gib ihm. Das Kaiserreich Nilfgaard, was er spielt, hat die Fähigkeit, wenn eine Runde unentschieden ausgeht, dann gewinnt das Kaiserreich Nilfgaard. Mit anderen Worten, es gibt keine Unentschieden. Die Monster haben die Fähigkeit, wenn eine Runde endet und die Einheiten abgeräumt werden, die auf dem Feld sind, behalten die Monster zufällig eine Einheit auf dem Feld. Okay. Sie können nicht beeinflussen, welche, aber sie behalten auf jeden Fall eine. Kann ein sehr guter Bonus sein. Und die Skoyatel haben die Fähigkeit, das habe ich am Anfang gesagt, am Anfang entscheidet ein Münzwurf, wer beginnt. Es sei denn, einer der beiden Spieler spielt Skoyatel, dann darf er entscheiden. Das ist die Eigenschaft der Skoyatel. Und dann gibt es, deswegen habe ich jetzt auch nochmal Fraktionen erwähnt, es gibt neutrale Karten, die keiner Fraktion zugehören. Soltan Chiwei zum Beispiel, wie man sich denken kann, wenn man seinen Charakter kennt. Wo waren wir? Ach ja, er ist vollkommen am Arsch. Da waren wir. Ist eine gute Gelegenheit, nochmal ein paar Sachen zu zeigen. Zum Beispiel, ich spiele mal meinen Drachenjäger. Ja, gibt's ja noch eine Karte da. Genau.
Und das ist klirrende Kälte. Klirrende Kälte ist genau dasselbe, was wir vorhin mit Regen hatten, bloß für Nahkämpfer. Ja. Da wollten, wenn ich jetzt Soltan zum Beispiel platziere oder Siegfried oder meinen blauen Streifen, dann werden sie auf 1 reduziert. Aber ich kann es trotzdem machen. Er hat gepasst, ehrlich gesagt, weil er auch keine große Wahl hat. Das Einzige, was er noch hätte machen können, wäre, er hätte es regnen lassen können. Ich demonstriere mal enge Bindung. Ich habe hier einen Drachenjäger hingelegt und platziere mal einen anderen daneben. Beide sind plus 5 und jetzt sind beide 10. Damit ist diese Reihe 20 wert und Mann, kriegt der Kerl auf die Fresse. So, jetzt haben wir hier noch... Nee, das ist jetzt einfach nur... Ich hätte auch aufhören können. Ja, ich hätte auch... Es ist völlig egal, ich brauche nur 1 Gesamtstärke und dann ist die ganze Sache erledigt. Aber so habe ich einfach nochmal alles platziert, was ich habe. Ich habe die Runde gewonnen, das war meine zweite und damit habe ich das Spiel gewonnen. Das Spiel geht wieder raus. Hätte ich meinen Gegner jetzt das erste Mal besiegt, hätte ich eine Karte gewonnen. Da ich ihn schon oft besiegt habe, kriege ich stattdessen nur meinen Wetteinsatz zurück und einen Sachpreis, in dem Fall ein Eisenbahn.